Also mein Name ist Roland Kirchler, ja. Ich bin also, wie man sagen, ein fanatischer Fußgänger. Der Radfahrer verbindet beides. Das Radfahren hat für mich den Sinn, also schnell weiterzukommen. Wenn ich Land und Leute genau erleben will, dann gehe ich zu Fuß. Ich gehe oft durch die Stadt, eben weil ich was sehen will auch. Bittelberg ist insofern interessant, weil das noch hier alte Häuser sich zum Teil erhalten haben. Das Haus, in dem ich wohne, ist aus dem Jahre 1824. Und dann ist es ja, weil ja der Spittelberg außerhalb der Mauer war. Das hat eine strategische Bedeutung, von hier wurde Wien beschossen während der Türkenkriege. Das hat immer so eine strategische Bedeutung. Aber dann aber auch, weil es am Rand der Stadt waren hier irgendwie Leute, die nicht so einen guten Ruf genossen haben. Aber das Problem ist, dass der Spittelberg eine wunderschöne Gegend ist. Es gibt auch einige zu flanieren da vorne. Aber nur das Problem ist die Burggasse, weil da wälzt sich eine riesige Automenge herunter. Und da ist immer das Problem, dass Fußgänger über die Straßen kommen. Nicht, weil da in jedem Auto ist ein so Obergescheiter drinnen. Schaut mehr oder weniger komisch raus. Überhaupt jetzt, wenn ich so rübergehe. Ich hab ja oft die Lust, jemanden zu fragen, da, der mit dem Auto fährt, ob er kein schlechtes Gewissen hat, dass er eben nicht zu Fuß geht. Weil ich gehe mal da rein, das ist nämlich ein Freund von mir, das ist ein Uhrmacher, der gehört irgendwie dazu. Den besuche ich auch, wenn ich so öfters herumziehe. Darf ich bekannt machen, ja? Das ist der Michael Ramsauer, der ein wunderbarer Uhrmacher ist, bei mir in Schmalgruber. Ich wollte nur sagen, das sind doch die letzten Handwerker. Ich gehöre zu den letzten echten Handwerkern. Machen uns die Hände noch schmutzig für die Kunden. Ja, nein, die machen noch Uhren eben, oder richten Uhren, die man aufziehen kann. Sehen Sie, sind ja lauter Schätze hier. Das war das Ziffernblatt der Kirchturmuhr, die die weggehauen haben oder weghauen wollten. Und hat er das noch sich... Achso, ich gehe das nicht. Und jetzt ist elektrisch. Aber sonst ist alles, sehen Sie, euch mechanisch. Aber da gehe ich einkaufen hier. Das ist noch, wie aus den 50er Jahren da. Schauen Sie, das ist mein Freund auch, dieser Chef. Da kaufe ich ein jeden Tag in der Früh, so Semmel. Und es ist schade, wenn da jetzt der Supermarkt kommt. Mir genügt es, wenn ich das einkaufe da. Gehen wir mal kurz rein. Das ist noch eine klassische Kreislerei, die sie kaum mehr gibt. Schauen Sie her, ne? Man geht auch hier wegen der Unterhaltung. Stimmt's? Manche kommen her wegen dem Tratschen. Man muss schon was einkaufen. Wir kaufen jetzt nichts ein. Also sie wollen irgendwas. Wollen Sie einen Punschkopfen haben? Ich lade Sie ein. Danke. Na, ist gut. Gut, vierte Gold, auf Wiedersehen, ja? Ein Paradeiser hätte ich gern. Was kostet das? Ein Paradeiser nehme ich mir da. Wollen Sie auch ein Paradeiser? Ein Paradeiser. Ich bin da vorgedrängt jetzt, Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Und da bleibe ich mal, da gehe ich rein, da ist die nächste Station, zu der ich gehe, ja. Da bleibe ich mal stehen, das ist ein Astrobox, ja. Und hier werden so Sachen. Grüß dich Gott, Servus. Der Fußgänger ist ja dauernd auf der Suche nach der anderen Welt. Und zuerst, Paracelsus sagt das schon so in der Richtung. Ja, nicht? Die Magie. Und was schön ist, ist einfach diese Kommunikation weit über diese Standesdünkel hinaus, ja. Da redet der Postler mit dem Minister von unten und es gibt hier keine, sage ich mal, ja, es gibt hier keine Hürden in der Richtung. Das ist eine nette Gegend, wo man flanieren kann. Das einzige Problem sind eben die Autos und die Leute sind unvernünftig. Schauen Sie, in jedem Auto einer drinnen, das ist das Tragische. Und die Leute sind nicht belehrbar. Ich habe die Lust hier und da mit Leuten das zu sagen. Da zum Beispiel mit dem, aber ich traue mir es nicht mehr. Ich habe auch mir Ohrfeigen gekriegt da. Ja, da bin ich auch so als Fußgänger. Ich habe mir das Radl geschoben. Und da parkt hier einer und ich sage, Herrn, haben Sie kein schlechtes Gewissen? Es wäre doch viel schöner, wenn Sie zu Fuß gehen würden. Nicht? Der war vorne angezogen, hat sich herausgestellt, das ist einer von der Bank aus, der Chef. Nicht der Chef, so ein Händler.
Möbelbehändler mit seinen Kollegen. Der glaubt, ich bin ein Sandler, der glaubt. Dann ist ein Watschenduell entstanden. Ja, ja. Das ist eine Gegend für Fußgänger hier.